Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Gefährliche Holzpellets. Bei der Lagerung von Holzpellets können laut Medienberichten giftige Gase austreten. Wir klären mit einem Experten, wie gefährlich Holzpellets angeblich sind und warum sich die Anschaffung einer Pelletheizung lohnen kann. Und gebrauchte Immobilien. Viele Immobilieninteressenten bauen nicht mehr selbst, sondern kaufen sich eine gebrauchte Immobilie. Worauf sie beim Kauf unbedingt achten sollten, verrät ihnen unser Experte im Studio. Der Kauf einer Immobilie ist wahrscheinlich die größte Investition in Ihrem Leben und will von daher gut durchdacht sein. Immer mehr Menschen entscheiden sich für den Kauf von Bestandsimmobilien. Doch auch hier liegt der Teufel im Detail. Wir klären heute mit einem Experten die wichtigsten Fragen rund um den Kauf von Bestandsimmobilien, sodass Sie keine böse Überraschung erleben. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Bauen und Wohnen. Auch unser erstes Thema hat es in sich. Pelletheizungen gelten seit Jahren als umweltfreundlich und äußerst effizient. Doch jetzt kommt eine ganz neue Erkenntnis. Laut Experten des Bundesamtes für Risikobewertung besteht die Gefahr von tödlichen Kohlenmonoxidansammlungen. Diese entstehen, weil die Pellets im Keller länger lagern. Ist das beliebte Heizsystem am Ende eher ein Gesundheitsrisiko wie ein alternatives Heizsystem? Sven Jachmann auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist die Pelletheizung von Ursula Au. Die Friedrichshafenerin hat die Anlage 2008 einbauen lassen. Direkt gegenüber befindet sich das Pelletlager. 3,5 Tonnen des Holzgranulats fasst ihr Behälter. Und von dieser Lagerung scheint eine Gefahr auszugehen. Hier soll sich das tödliche Kohlenmonoxid bilden. Doch die Inhaberin lässt sich durch die Medienberichterstattung nicht verunsichern. Ja, das ist natürlich, ja. Nehme ich nicht wahr. Nehme ich einfach nicht wahr. Erstens mal, weil mein Raum hier nicht hermetisch abgeriegelt ist. Es kommt immer Luft rein. Diese Pellets sind wirklich eingebaut. Da passiert überhaupt nichts. Thomas Herb ist für den Einbau und die Wartung der Anlage verantwortlich. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Heizungsexperte mit dieser Technik. Pro Jahr baut er 10 Anlagen in die Häuser. Meist im Austausch gegen eine alte Ölheizung. In diesen Tagen bekommt er häufig Anrufe von besorgten Kunden. Aber von den Pellets geht keine tödliche Gefahr aus, stellt er klar. Wenn das alles richtig eingebaut und gemacht wird, wird so ein Lager belüftet oder entlüftet und dann kann nichts passieren. Und es sollte natürlich trotzdem, es gibt einfach Unwissende, wie bei allen Gefahren. Also es ist in der Landwirtschaft üblich, dass man ein Silo nicht einfach betritt, sondern dass es, bevor es betreten wird, belüftet wird. Ein Pelletsilo ist nichts anderes wie ein Silo in der Landwirtschaft. Man sollte einfach, bevor man in ein Silo steigt, das Ganze einfach belüften und prüfen, ob es in Ordnung ist. Sollte es je zu einer CO-Konzentration gekommen sein. Der Keller seiner Kundin lässt sich allein schon durch das Fenster ausreichend belüften. Doch selbst ohne Fenster geht vom Pelletlager keine Gefahr aus. In den meisten Fällen ist ein Lüftungsschacht oder ein Zuluftkanal vorhanden, den sieht man hier jetzt nicht hinter der Heizung, der einfach dafür sorgt, dass genügend Zuluft für die Heizungsanlage da ist und der genügt dann auch aus, um das Pelletlager zu belüften. Seit 8 Jahren läuft die Anlage reibungslos. Die 3,5 Tonnen verursachen gerade mal 2 Kilogramm Ascherückstände, die in diesem Behälter verwahrt werden. Einmal im Jahr werden die Pellets angeliefert. Meistens an Ostern, weil da gibt es ein Osterangebot. Die Lieferung reicht genau für eine Heizperiode und im Vergleich zur ehemaligen Ölheizung freut sich die Inhaberin jedes Jahr über eine deutliche Kostenersparnis. Wir haben eine Ersparnis von bestimmt 700-800 Euro im Jahr. An Fördergeldern kamen von der Stadt Friedrichshafen und dem Bund noch einmal rund 6.000 Euro zusammen. Insofern hat sich die Maßnahme gelohnt und so kann sie dem nächsten Winter gelassen entgegensehen. Liebe Zuschauer, wir werden das Thema mit den Pelletheizungen nicht aus den Augen verlieren. Regelmäßig werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des schwedischen Möbelgiganten IKEA. Auch diesmal waren meine Kollegen wieder für Sie in Ulm unterwegs. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm.
Rund 3000 Babys kommen jährlich an der Frauenklinik Ulm zur Welt. Wenn die Geburt gut verlaufen und das Baby gesund ist, können Mutter und Kind nach etwa 2 bis 3 Tagen das Krankenhaus verlassen. Was auf der einen Seite schön ist, bedeutet auf der anderen, dass man als Eltern nun auf sich alleine gestellt ist. Und immer noch gibt es Mythen, die heute so nicht mehr stimmen. Zum Beispiel früher geglaubt, dass die Kinder Nahrung regurgitieren und dass diese Nahrung dann zum Beispiel in die Lunge gelangt und die Kinder daran ersticken. Und man glaubte, dass das die Haupttodesursache sei. Und deswegen hatte man früher eigentlich empfohlen, die Kinder auf den Bauch zu legen, damit, falls eben Nahrung regurgitiert wird, diese dann leichter abfließt und das Kind dann wieder gut weiteratmen kann. Zahlreiche Untersuchungen in verschiedenen Ländern haben das widerlegt. Gemeinsam mit IKEA Family will die Frauenklinik Ulm neu gewordene Eltern unterstützen. Mit Babyschlafsäcken. Neben einer Reihe von Risikofaktoren ist die Schlafposition bei Babys mit das Entscheidendste. Dazu gehört auch das richtige Zudecken. Mit dem Schlafsack kann man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen verhindert man damit sehr effektiv, dass die Kinder sich Bettzeug oder sonstige Sachen, die sie im Bett haben, über den Kopf ziehen. Und zum zweiten verhindert man sehr effektiv auch eine Überwärmung. Denn viele Eltern denken auch heute noch, dass man die Kinder, da die ja so zerbrechlich und klein sind, warm einpacken muss. Selbst hier im Sommer jetzt sieht man junge Mütter selber im Sommerkleid durch den Park laufen mit einem Berg von Kissen in ihren Kinderwägen. Der alte Hebamme, die mir das Grundwerkzeug beigebracht hat, viele Jahre zurück, hat mal gesagt, die Kinder sind in den ersten 2 Tagen ihres Lebens typischerweise zu wenig angezogen. Da kühlen sie eher ein bisschen aus. In den nächsten 2 Jahren ihres Lebens meistens viel zu viel. Babyschlafsäcke tragen dazu bei, dass so etwas nicht passiert und können einen plötzlichen Kindstod verhindern. IKEA stellt die Schlafsäcke zur Verfügung. Die Klinik gibt sie den Eltern als Sicherheit an die Hand. Es geht darum, dass die Neugeborenen, die Babys bei uns in der Klinik natürlich optimal versorgt, aber vor allem überwacht werden und dass das sorgenvolle Thema eines plötzlichen Kindstods bei uns in der Klinik natürlich keine tatsächliche Rolle spielt, weil die Babys alle optimal überwacht werden. Gab es in den 80er und 90er Jahren noch rund 1000 Fälle von plötzlichem Kindstod jedes Jahr, sind es heute rund 300 Fälle jährlich. Bislang ist das Schlafsackprojekt von IKEA Family und der Frauenklinik Ulm in Deutschland einmalig. Und wenn durch die Aktion nur ein Menschenleben gerettet wird, hat sie sich schon mehr als gelohnt. Immer mehr Menschen entscheiden sich heute zum Kauf von gebrauchten Immobilien. Zum einen liegt das natürlich an den fehlenden Bauplätzen, aber auch viele Menschen haben einfach keine Lust, so lange auf das neue Zuhause zu warten. Doch auch beim Kauf von gebrauchten Immobilien steckt der Teufel im Detail. Wir sprechen gleich mit einem Experten darüber, auf was Sie dabei unbedingt achten sollten, damit Sie keine böse Überraschung erleben. Also, bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Immer mehr Menschen spielen mit den Gedanken, sich eine gebrauchte Immobilie zu kaufen, anstatt in einen Neubau zu investieren. Eine gute Vorbereitung und Planung ist hier das A und O, denn Fehler und Mängel sind nicht immer gleich zu erkennen und liegen oft im Detail. Hier unsere kleine Checkliste mit vielen nützlichen Hinweisen zum Kauf von gebrauchten Immobilien. Ein Haus zu bauen ist zeit- und kostenintensiv. Viele zukünftige Immobilienbesitzer entscheiden sich daher für den Kauf einer Gebrauchtimmobilie. Doch auch hier kann die falsche Entscheidung teuer werden. Experten raten, eine Checkliste zu erstellen, um mögliche Stolpersteine gleich bei der Besichtigung aus dem Weg zu räumen. Die Lage ist entscheidend für die Wertentwicklung des Hauses. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wo die Entwicklung der Immobilienpreise hingeht. Oft kann es schon zwischen verschiedenen Stadtteilen Unterschiede geben.
Auch die Umgebung ist ausschlaggebend, um sich am Ende zu Hause wohlzufühlen. Deshalb rechtzeitig über mögliche Störfaktoren wie Geruchs- oder Lärmbelästigung durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr zu informieren. Ebenso über die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten oder die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Für Familien außerdem wichtig, wie ist das Betreuungs- und Schulangebot? Eine intakte Bausubstanz ist das A und O. Notwendige Sanierungen müssen aus dem Kaufpreis rausgerechnet werden. Mögliche Mängel also am besten schon vorab erkennen. Auch den Energieausweis sollten sich Immobilienkäufer immer vorab zeigen lassen. Er gibt Auskunft darüber, ob Heizungsanlage oder Wärmedämmung modernisiert werden müssen. Der Grundbuchauszug verrät zudem, ob auf dem Grundstück eventuell Lasten oder Beschränkungen liegen. Viele Informationen in 1,5 Minuten und als Experten hier im Studio begrüßen wir Stefan Koch von der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Herzlich willkommen. Hallo Herr Bauner, vielen Dank für die Einladung. Gerne geschehen. Jetzt haben wir im Beitrag über die Checkliste etwas erfahren. Was muss in der Checkliste eigentlich drinstehen? Genau das, was wir, also zum Teil das, was wir schon gesehen haben. Gerade ist die Nahversorgung da, also habe ich da Einkaufsmöglichkeiten, habe ich da einen Bäcker, habe ich da eine Apotheke, kann ich mich da schnell versorgen sozusagen, habe ich eine ärztliche Versorgung, das heißt kurze Wege zum Krankenhaus, zum Ärzten, ist das gegeben. Dann noch Thema, wie wir es auch im Beitrag gesehen haben, sind Busverbindungen, sind die gut für die Kinder, sind die Kinderplätze, also sind Kindergartenplätze da, sind Schulplätze da, ist die Schule, hat die einen guten Ruf, habe ich das alles ziemlich in meiner Nähe. Ja. Das ist entscheidend. Auch, was wir jetzt noch ein bisschen weniger gesehen haben, den Zuzug, ist der Zuzug gegeben durch entweder durch Industrie, was wir ja hier in der Bodenseeregion schön haben, die Hochschule. Industrie, genau, durch die Hochschule, durch die Fachhochschule in Weingarten auch, da haben wir den Zuzug. Der macht ja natürlich die Nachfrage und wenn immer wieder neue Leute kommen oder Familien sich hier ansiedeln, weil sie eben einen Arbeitsplatz kriegen, dann bezeichnet das eine gute Lage, weil der Preis dann stabil bleibt. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe, mache ich eine Probefahrt oder ich besichtige es zumindest. Gibt es bei der Immobilie auch sowas Ähnliches? Wie kann ich da sagen, ja, das kann ich wirklich richtig angucken, einen richtigen Check machen? Leider kann man die ja nicht auf die Hebebühne tun und dann einfach mal schauen. Das geht ja leider rein technisch nicht. Da würde ich schon raten, einen Fachmann zur Seite zu nehmen, wenn man sich da gar nicht auskennt mit dem Immobilienthema. Entweder ein Handwerker oder ein Architekt, wo dann einfach zu dem Termin mitkommt. Da müsste man halt im Vorfeld was ausmachen. Aber meiner Meinung nach ist es eine Stunde, zwei Stunden ist es getan. Der läuft mit, schaut sich die Immobilie an. Der weiß einfach besser, das sind die Fenster. Gut isoliert, ist das Dach, wie sieht es mit dem Dach aus, wie sind die Parketten, wie schaffen halt vom Haus, wie sind die Wände, die Außenfassaden. Der kann halt einfach einen besseren Eindruck, sieht auch, ist vielleicht Schimmel oder irgendwas. Und da kriegt man schon, das Geld würde ich investieren. Über welches Geld sprechen wir da für so einen Experten? Also meiner Meinung nach, wenn man mit dem Handwerker das ausmacht, dass er eine Stunde Zeit sich nimmt, ist das halt der Stundenlohn vom Handwerker, wird sich um 100 bis 200 Euro maximal drehen. Das haben Sie gesagt, ich sollte eigentlich immer mit einem Sachverständigen oder Experten das Haus besichtigen, weil es gibt ja auch viele versteckte Mängel. Ja. Wie finde ich die überhaupt raus? Weil als Privatperson habe ich ja meistens gar nichts. Das ist eine tolle Wand, die ist toll renoviert und ich will einen Nagel reinhauen und auf einmal merke ich, die Wand ist eigentlich nur aus Papier. Also eigentlich, das ist eine gute Frage. Versteckte Mängel finde ich erstmal gar nichts raus, weil sie eben versteckt sind. Aber um die rauszufinden, gibt es ein paar Tipps, Tricks, wo ich von der Praxis habe. Dann zum Beispiel, sagen Sie gleich mal die besten. Ja, im Dachboden zum Beispiel ist es gut, wenn Sie Spinnen haben. Das zeigt einfach von einem trockenen Dach. Das heißt, wenn Sie da Spinnweben haben, Spinnen, können Sie darauf schließen, dass das Dach auch sehr gut saniert ist und sehr gut noch behalten und keine Feuchtigkeit durchdringt, sonst wird die Spinne da nicht wohnen. Okay. Oder im Keller, wenn es halt ein bisschen komisch riecht im Keller, würde ich sagen, okay, ist da vielleicht Feuchtigkeit drin, Thema Schimmel, da halt mal gucken. Oder halt natürlich den Sachverständigen und Handwerker, vielleicht hat er sogar ein Gerät dabei. Mhm. Es gibt ja Geräte, wo ich in der Wand gucken kann, wie ist die Feuchtigkeit. Das wäre natürlich toll, wenn der das hat. Solche Dinge. Jetzt habe ich bei versteckten Mängeln, kann ich auch Schadensersatz fordern. Was sind eigentlich versteckte Mängel genau und wie lange habe ich überhaupt ein Zugriffsrecht? Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, da braucht man fast wieder ein Recht. Meiner Meinung nach ist die Verjährungsfrist da 10 Jahre, müsste man aber auch hier nochmal prüfen. Versteckte Mängel sind meiner Meinung nach zum Beispiel, wenn der Verkäufer das nicht weiß. Es kann ja sein, der Verkäufer weiß gar nicht, dass da jetzt Schimmel oder Feuchtigkeit in der Wand ist. Das kommt ja dann erst 4, 5, 6 Jahre vielleicht später mit der komischen Fleck, wo man dann guckt, oh, Schimmel. Oder Öltank, ein Ölleck, wo der Verkäufer vielleicht auch nicht gewusst hat, hoffentlich. Ja. Das sind so versteckte Mängel. Jetzt habe ich ja auch heute, wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich kaufe ein Haus. Wie ermittelt sich der Kaufpreis eigentlich wirklich?
Weil ich kann ja sagen, klar, das Haus kostet 500.000. Wir wissen genau, hier in der Bodenseeregion oder im Großraum Stuttgart werden viele Häuser für 500.000 angeboten. Der eigentliche Wert liegt aber deutlich darunter. Richtig. Das ist immer, sage ich mal, die erste BWL-Stunde, Angebot, Nachfrage. Momentan haben wir es ja so, dass in guter Lage, was man hier hat in der Bodenseeregion, weil wir können schnell zum Skifahren, wir können schnell an der Bodensee, das ist schon was wert, ist es so, dass die Nachfrage natürlich viel stärker ist als das Angebot. Jeder sucht eine Immobilie, eine zu finden ist schwierig. Und dann, also die Nachfrage tut praktisch den Preis nach oben. Und es ist klar, dass ich momentan, sage ich mal, bei einem Einfamilienhaus eigentlich schon 50.000 bis 100.000 Euro über dem Preis liegen muss, um überhaupt die Immobilie zu erwerben. Weil sonst kauft sie jemand anders. Mhm. Wie man die richtig ermittelt, ja, das sehe ich jeden Tag. Ich selber ermittle die auch, die Bank auch. Die gucken natürlich auch die Lage an, Grundstück, wie ist das Grundstück, da gibt es ja auch, wie ist der Grundstückpreis da, den ermittle ich da. Was ist die Bauweise von dem Objekt, das ist auch sehr entscheidend. Ist es ein Fertighaus, ist es eine Massivbauweise? Wann sind die letzten Modernisierungen gewesen? Mhm. Also wenn ich, bringt mir nichts, wenn ich jetzt 2000 Baujahre ein Haus kaufe und da ist noch nie was dran gemacht worden. Dann ist es ja immer noch schon 16 Jahre alt. Auch wenn es sich, sag mal, Baujahr 2000 nicht alt anhört, dann kann man wissen, okay, da kommt vielleicht in Zukunft eine Heizung, da kommt ein Dach, da kommt vielleicht ein Parkett, da kommt vielleicht die Außenwände. Und da spricht man dann schnell schon von einem sechsstelligen Betrag. So, Joga, das sagen, man hört ja immer, die Leute, die kaufen sich eine Bestandsimmobilie. Dann sagen sie, ach, das bisschen Sanierung mache ich. Und am Ende fallen sie einfach vom Stuhl, weil sie sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass da nochmal 200.000 extra kommen. Genau. Ist das öfters der Fall? Also wenn man, ich sag mal, es kommt immer schon auf den Berater drauf an im Vorfeld von ihrer Finanzierung. Der sollte sich schon darauf aufmerksam machen und vielleicht sogar mitkommen zur Besichtigung oder eben halt wieder diesen Fachmann mitnehmen, Handwerker, Architekt, Sachverständiger, wo man da wirklich einmal das Geld in Hand nimmt. Ja. Und der zeigt ihm dann schon, halt, das Objekt kostet vielleicht jetzt mal 350.000 Euro, aber Außenfassaden wird in 2 Jahren fertig, das Dach kommt, sie müssen locker. Kann ich das denn vom Kaufpreis abziehen? Leider nicht. Das kommt aber ich denke, die Bank wird ja bei der Bewertung sagen, sorry. Klar, das fehlt. Also die Bank wird sagen, das Dach ist jetzt schon 20 Jahre alt, da kommt was. Keller oder irgendwas ist noch nicht ausgebaut. Es gibt ja verschiedene Fenster Sachen. Fenster müssen erneuert werden, Heizungsanlage kommt. Das ist einfach schon 20 Jahre alt. Das druckt natürlich den Preis. Ja. Das spiegelt nicht den Kaufpreis wieder. Weil wir jetzt schon am Ende sind, haben Sie noch für die Zuschauer die 3 wichtigsten Tipps, wo Sie sagen, so kann ja eigentlich relativ wenig passieren. Also die wichtigsten Tipps meiner Meinung nach ist schon, also lieber einen Experten mitnehmen, da macht man nichts falsch, weil ich zahle einen Makler, ich zahle einen Grunderwerbsteuer, ich zahle fast 10% Baunebenkosten sozusagen. Da macht es Sinn, da die 100, 200 Euro oder vielleicht auch 300 in Hand zu nehmen und auf die sichere Seite zu gehen, dass man mit dem mal rumläuft durchs Gebäude und guckt, okay, wo sind vielleicht versteckte Mängel. Zweitens ist immer wichtig, sie kaufen immer wie gesehen. Das heißt, wenn der Verkäufer wirklich den Mängel nicht weiß, also dass irgendwie jetzt in 2 Jahren vielleicht der Rohr bricht und das einen riesen Schaden macht, das kann er ja nicht wissen. Ja. Das ist gekauft wie gesehen. Er haftet dann nicht. Er haftet allerdings dann, wenn er weiß, da hat ein Ölleck zum Beispiel im Öltank und er verschweigt es. Dann können Sie entweder den Schadensersatz beanspruchen oder sogar vom Kaufpreis den Rückabwickeln. Jetzt habe ich eine letzte Frage am Ende. Man spricht immer von der Immobilienblase, egal ob Stuttgart, Bodenseeregion und so weiter. Wir leben ja doch im guten Bereich hier in Deutschland. Mhm. Gibt es die Immobilienblase wirklich? Ich meine, das ist schwierig wahrscheinlich für jemanden, der finanziert. Ein Makler sagt auch nicht die Wahrheit, ein Hausbesitzer auch nicht. Aber was ist Ihre Einschätzung? Sie kann kommen. Das ist jetzt sehr schwierig. Kommt auch wieder auf die Lage drauf an. Ja. Und auf die, also das, da muss man in die Glaskugel schauen können, in die Zukunft und sagen, okay, ist die Industrie weiterhin vorhanden? Ja. Weil habe ich dann Zuzug, habe ich Arbeitsplätze, habe ich Kindergarten, habe ich Schulen? Mhm. Das ist alles, was wir vorher schon gehört haben. Das spielt da schon eine Rolle. Habe ich das noch in 10, 20 Jahren im Standort Ravensburg, im Standort Bodensee? Habe ich das da? Ist da genug Industrie vorhanden, dass die Leute, dass es praktisch ein attraktiver Standort ist? Das macht's aus. Und das müsste ich wissen, ob es das noch gibt in 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Ich würde mal sagen, wir haben hier gute Voraussetzungen. Weil es ist ja das Naherholungsgebiet, wir können am Bodensee, wir können Skifahren, wir sind ja überall ziemlich schnell. Ja. Das sind schon sehr gute Aspekte. Ich würde sagen, in anderen Gebieten kann es schon sein, dass wir da auch eine kleine Blase erleben werden. Es kommt immer darauf an, wie die Lage ist. Herr Koch, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Liebe Zuschauer, und bei uns geht es gleich weiter, und zwar mit dem Bestellerprinzip. Das sollte eigentlich die Mieter finanziell entlasten, doch ob das geklappt hat, das erfahren Sie nach der Werbung. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.
Die Politik hatte mit der Einführung des Bestellerprinzips vor knapp einem Jahr eigentlich eine gute Absicht. Die Vermieter sollten die Vermittlungsprovision zahlen und die Mieter sollten dadurch finanziell entlastet werden. Doch ist der Plan wirklich aufgegangen oder ist das Bestellerprinzip genauso wie die Mietpreisbremse am Ende ein gescheiterter Feldversuch der Politik? Claudia Zidorn mit den Einzelheiten. Wer bestellt, der bezahlt. So die marktwirtschaftliche Regel des Bestellerprinzips, das am 1. Juni 2015 in Kraft getreten ist, erlaubte es die bisherige Regelung, dem Vermieter die Maklerkosten auf den Mieter abzuwälzen, zahlt jetzt der, der den Makler beauftragt. Er hat dagegen Klage eingereicht, Frank Bauer, Immobilienmakler aus Weingarten. Dabei geht es ihm aber nicht um die geringere Provision für Makler seit Einführung des Bestellerprinzips, sondern um die Schräglage auf dem Immobilienmarkt. Denn auch wenn das Gesetz die Mieter entlasten soll, scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Erst ganz allmählich scheinen die Mieter zu realisieren, was dieses Bestellerprinzip denn tatsächlich für sie bedeutet. Tatsächlich wird ja nach außen propagandiert, dass der Mieter uns nach wie vor bestellen kann als Makler, das heißt, dass er nach wie vor den Auftrag geben kann. Tatsächlich muss man es realistisch sehen, es gibt momentan für den Mieter quasi keine Möglichkeit, den Makler zu beauftragen. Weil der Makler wirtschaftlich keine Aufträge annehmen kann. Denn sollte der Mieter beauftragen, darf der Makler erst eine Rechnung stellen, wenn der Mieter tatsächlich eine Wohnung anmietet. Alle Wohnungen, die abgelehnt werden, darf der Makler keinem anderen Mieter mehr anbieten. Mit anderen Worten, zeigt der Makler einem Mieter 5 Wohnungen und er lehnt diese ab, darf der Makler diese 5 Wohnungen niemand anderem vermitteln. Und wenn der Vermieter nicht selbst vermittelt und den Makler beauftragt, zahlt er. Bestimmt dann aber auch, was er bekommt. Das heißt, dass Sie sagen natürlich ganz klar und klipp und klar, was Sie gerne haben möchten, was Sie nicht haben möchten. Und danach hat sich der Mieter als Auftragnehmer natürlich auch zu richten. Mehr und mehr fühlen sich auch die Vermieter verunsichert, auch durch die zeitgleiche Einführung der Mietpreisbremse. Und das hat Folgen für den Immobilienmarkt. Wir haben einen extrem hohen Anteil an Wohnungen, die wir verkaufen, die bisher in der Vermietung waren. Die Anzahl der vermieteten Wohnungen, die wir dieses Jahr verkauft haben, dürfte um ein Vielfaches höher liegen als die Jahre zuvor. Und wir stellen ganz klar fest, dass viele Vermieter sagen, sie haben einfach keine Lust mehr und keinen Spaß mehr an der Vermietung. Tatsache ist, dass sehr, sehr viele Vermieter schlicht auf die Vermietung verzichten werden, ihre Wohnungen abverkaufen werden, noch weniger Leute in den privaten Wohnungsmarkt investieren werden, weil sie einfach dazu sich zu stark gegängelt und zu stark bevormundet fühlen. Und das alles zusammen wird natürlich schlussendlich dazu führen, dass wir noch weniger Wohnungen haben. Bislang gilt das Gesetz nur bei der Vermietung von Immobilien, doch es soll verschärft werden. Genau der falsche Weg, wenn es nach Frank Bauer geht. Eine Patentlösung für die Problematik, die sich momentan im Mietwohnungsmarkt stellt, kann natürlich der Makler nicht liefern. Allerdings sind wir uns relativ sicher, dass wir eine Wohnungsknappheit und eine Mietpreisüberhöhung sicherlich nicht gesetzlich regeln können, sondern im Prinzip ist es wie bei jeder marktwirtschaftlichen Frage gleich. Das Angebot, die Nachfrage bestimmt den Preis und das ist unser ganz großes Problem. Wir haben kein Angebot und unser Angebot wird jeden Tag rückläufig, anstatt dass es zunimmt. Es gibt keine Förderprogramme für Mietwohnungsbau, es gibt so gut wie keinen sozialen Wohnungsbau momentan. Und ich denke, da liegt das Problem. Wir können die Preise nur regulieren, indem wir das Angebot erhöhen. Und da ist die Politik gefragt. Eine aktuelle Reaktion gab es. Die Verfassungsklage gegen das Bestellerprinzip wurde vom Verfassungsgericht abgelehnt. Für Frank Bauer ein enttäuschendes Urteil, denn seiner Meinung nach sind vor allem die sozial schwächeren Mieter am Ende die Verlierer. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder mit dabei sind, dann mit ganz neuen und spannenden Themen. Bis dahin bleiben Sie gesund und Ihnen eine gute Zeit. Und das sind unsere Themen kommende Woche. Freiheit oder Belastung? Wer im Alter eine Immobilie besitzt, steht vor der Entscheidung behalten oder verkaufen. Unser Experte im Studio klärt auf und gibt wertvolle Tipps. Und Gartenmöbel. Wir zeigen Ihnen, welche Stücke garantiert zu Ihrem Typ passen und mit welcher Pflege Ihre Gartenmöbel möglichst lange schön bleiben. So können Sie den Rest des Sommers in vollen Zügen genießen. Bauen und Wohnen ab Montag, 8. August, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.